Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Die Bergung der 40 Tonnen schweren Bauplattform, die gestern stundenlang den Rhein entlang trieb, ist geglückt. Am Abend kam die Plattform bei der Rheinmündung bei Hart an. Seepolizei und Feuerwehr wollten sie abschleppen. Die schwimmende Arbeitsinsel sank aber kurz vor Mitternacht ab. Heute Vormittag gelang es schließlich, die Plattform zu bergen. Sie wurde in den Harder Industriehafen geschleppt, wo sie nun von der Betreiberfirma abgeholt wird. Die Plattform eines Bauunternehmens wurde ja gestern in Chur von den Wassermassen im Rhein losgerissen. Der Umweltbericht zur umstrittenen Straße durchs Ried ist fertig. Für alle Befürworter der Entlastungsstraße gibt es schlechte Nachrichten. Wie die VN berichten, soll es ein Problem mit den EU-Vogelschutzbestimmungen geben. Der Bericht dürfte erst nach der Wahl veröffentlicht werden. Er liegt vorerst bei der ASFINAG. Verkehrslandesrat Karl-Heinz Rüdisser hat ihn angeblich noch nicht gesehen. Wenn er vorliegt, werde er zunächst im Regionalforum diskutiert, bevor er der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Der Dornbirner Leuchtenhersteller Zumtobel mischt in der deutschen Fußball-Bundesliga mit. Nach dem Supercup-Finale gestern wurde bekannt gegeben, dass Zumtobel neuer Partner von Supercup-Sieger und Vizemeister Borussia Dortmund ist. Zumtobel wird zusammen mit der Marke Thorn das BVB-Stadion ins richtige Licht setzen. Bei der BVB-Fanwelt kann das Ergebnis bereits besichtigt werden. Zumtobel will damit weiter in den deutschen Markt vorstoßen und mit der Dortmunder Partnerschaft Kunden vor Ort von seinen Lichtlösungen überzeugen. Und wir bleiben beim Fußball. Nichts ist es mit Platz 3 in der Fußball-Bundesliga für den SCR Altach geworden. Die Rheindörfler haben das Nachtragsspiel gegen die Admira gestern zu Hause mit 0:2 verloren. Mit einem Sieg hätten die Altacher Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at.